möchte noch etwas genießen. Sie hatten 1997 das erste Mal jemanden von der Dornszene. Das war Hildegard Steiner. Jetzt rennt sie weg. Die Anweisung war anders. Das war Hildegard. Die muss wiederkommen. Die muss wiederkommen. Hildegard muss wiederkommen. Hildegard muss wieder. Also. Jetzt aber. Es geht nicht so, wie es geplant ist. Das gibt uns die Chance, aus dem Vollen zu schöpfen. So, der Gag ist jetzt weg. Das war Hildegard Steinhauser, der erste Dorngast in der Fliegesendung. Und wir haben uns vor 10 Jahren zum ersten Mal gesehen. Ja, ja. Vor 10 Jahren. Und da, das ist ja immer so, dass die Redakteure, die schwärmen so durch ganz Deutschland aus und gucken, wo gibt es was Spannendes. Und dann, wir waren ja sozusagen in München. Und dann gab es die Meer oder die Geschichte, also da Richtung Bodensee, Memmingen und. Da gibt es einen verrückten Tischler oder Schreiner oder Sägewerk, irgendwie sowas. Und dann ist es ja immer so, wie kommen wir an den Mann ran und vor allen Dingen, wie kommen wir an Glaubwürdigkeit ran, wie kommen wir an die Geschichten dran. Und da sind wir, Gott sei Dank, und das ist immer ein guter Anfang. Wenn man gute Gäste hat, die glaubwürdig erzählen können, die erzählen können, wie aus einer Wunde ein Wunder wurde. Dann interessiert, ja, das ist ein und dasselbe Wort. Ja. Also, es gibt nur Wunder im Leben, wo vorher eine Wunde war. Sonst ist alles Zauberei, das ist ihr Handwerk. Ja. Ja. Also sozusagen, tralala machen. Aber im tieferen Sinne ist das nur ein Wunder, wo vorher eine Wunde war. Und bei ihr war eine. Und dann konnte man das erzählen und zählen. Und dann waren die Menschen neugierig und wir waren natürlich erst recht neugierig auf den in Anführungszeichen Meister. Wer steckt denn dahinter? Und was ist das für ein Mensch? Und Sie haben ihn gut beschrieben. Ich stehe sowieso auf Leute, darüber rede ich gleich nochmal, die so dem Schicksal trauen, die ihr eigenes Schicksal annehmen. Das ist der Glaube. Ja, und die dann sagen, ich folge dem, was ich spüre, was ich erfahren habe und wo ich sowas wie einen Ruf spüre. Und dadurch haben wir Dieter Dorn kennengelernt. Ich verdanke Ihnen eine Menge. Danke schön. Jetzt kommt der Dieter nochmal. Das sind die beiden. Ja. Eines meiner Gedichte passt zu Ihnen. Zur Kirche kam ein reicher Mann und sprach, ich habe es eilig. Ich habe viel für euch getan, nun sprecht mich bitte heilig. Entrüstet sagt der Kirchenmann, das sei heiliges Gebot, dass man nur heilig sprechen kann, den der schon lange tot. Der Fremde wendet listig ein, das habe keine Not. Vielleicht könnte es genügend sein, er sei nur einfach scheintot. Dann lacht der Kleriker vergnügt. Kann man den Wunsch auch nicht verwehren, so werden wir, wenn's beliebt, flugs scheinheilig erklären. Die erste Referentenfrage haben Sie, ich genieße das. Sonst hat er interviewt, er die Leute. Jetzt drehen wir das mal um, jetzt darf er sich entspannen. Die erste Frage haben wir schon beantwortet. Der erste Kontakt mit der Dorn-Methode war über Hildegard. Hildegard von Bingau, sage ich. Ja, okay. Ne? Und dann ist die nächste Frage, hatten Sie ein besonderes Erlebnis mit der Dorn-Methode? Das ist immer schwierig, weil man darf im deutschen Fernsehen merkwürdigerweise alles machen, nur nicht heilen. Du kannst Sex machen, du kannst alles machen, du kannst Reklame machen, du kannst die verrücktesten Sachen machen. Nur wenn du sagst, pass mal auf, heute Nachmittag um 16 Uhr müsst ihr einschalten, denn wir haben einen Menschen jenseits von Memmingen und der wird euch im Fernsehen live zeigen, dass ein Mensch, der gebrochen auf die Bühne kommt, ohne Schmerzen diese Bühne oder dieses Studio wieder verlassen kann, dann kommen alle Fernsehfunktionäre und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, denn das ist A, Reklame, B, verstößt es gegen die deutschen Heilgesetze, C, die Ärzte haben eine Menge dagegen, dass auf deiner Bühne irgendein Sägewerkbesitzer die Menschen gehen lässt. Da müssen wir aufpassen. Da kann es sein, dass wenn du das tust, dass morgen die Staatsanwaltschaft vor deiner Tür steht und gegen dich ermittelt. Und das hat sie auch. Das heißt immer,
wenn wir uns getraut haben, in irgendeiner Weise im Fernsehen jemanden vorzustellen. Das Verrückteste war, dass wir einen Kapitän mal eingeladen haben. Einen Kapitän, der fährt von Ozean zu Ozean, hat keinen Arzt an Bord, weil er einen Öltanker, ich weiß nicht, was das war, fährt. Der hatte Hexenschuss, andere Methode, und hat sich einen solchen Nagel in die Kabinentür gerammt und hat sich an diesem Nagel immer gerieben. Ja, so ist das. So. Und dann bis jetzt auf die Idee kommen, da muss ein besonderer Punkt sein und. Wenn man sieht, einen solchen Nagel hat er genommen und hat es einfach, weil er sich nicht anders zu helfen wusste, mitten auf hoher See, hat er, wenn ich da drücke, dann habe ich ein bisschen Linderung, das muss ja der Weg sein. So. Der hat das natürlich genauso wie Dieter Dorn ein bisschen versucht, nachher zu forschen, was habe ich da eigentlich entdeckt. Und hat diese Methode auch für andere Menschen zugänglich gemacht. Übrigens ein Mensch aus diesem Raum in Deutschland, aus diesem fränkischen Raum. Da kam auch die Staatsanwaltschaft, weil er das mit einer anderen Frau im Studio sozusagen demonstriert hat. Es ist nicht leicht, im deutschen Fernsehen jemanden zu heilen. Da kriegst du ganz viel Theater. Das hat dann teilweise Jahre gedauert, bis solche Prozesse niedergeschlagen worden sind. Anklage gegen Jürgen Fliegeweiß war also Teilnahme, Verstoß gegen das deutsche Heilgesetz oder sowas ähnliches. Dann kann man sagen, etc. war nicht so gemeint und. Es ist dann immer niedergeschlagen worden, aber zu Anfang ist es nicht leicht, meine Damen und Herren, Reklame zu machen für einen, der Wunder tut. Dankeschön. Zu hören. Und jetzt klauen wir Ihnen nicht noch mehr Zeit. Jetzt kommt einfach der Kernsatz Ihres Vortrages Begegnungen. Und damit verabschiede ich mich und überlasse Ihnen die Bühne ganz allein. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich hole nur sicherheitshalber mein Maxchen, so nenne ich immer meinen Computer, auf dem ich ein paar Stichworte geschrieben habe. Aber ich hoffe, ich komme ohne Maxchen aus. Aber das stelle ich dann hier hin und wenn ich nicht mehr weiter weiß, keine Sorge, kann alles so bleiben. Dann muss ich zu meinem Maxchen zurückkommen. So, liebes Maxchen, noch einen, dann bin ich wieder da. Ich habe meinen Vortrag mit einem einzigen Wort überschreiben lassen, Begegnungen. Und es soll deswegen ein einziges Wort auch bleiben erst einmal, weil ich denke, wenn ein Mensch dem anderen begegnet, dann ist in dieser Begegnung wahrscheinlich das Wichtigste, was wir so auf dieser Welt überhaupt erleben können, nämlich Zuwendung, wenn man so will, eventuell auch Imitation und Nachmachen und Lernen und Lieben. Denn Imitation, Nachmachen, Schüler sein, ist nichts anderes als eine Form von Lieben. Ihm etwas nachmachen, ihm ähnlich sein. Und wenn Sie mich fragen, wem bist du begegnet, der dich am meisten verändert hat, weil du dich aufgemacht hast, ihm nicht nur zu begegnen, sondern ihm zu folgen, dann muss ich sagen, es ist einer, den ich erst sozusagen aus der Kirchengeschichte und aus dem Neuen Testament wieder für mich frei glauben musste. So versteckt war er. Ich will Ihnen erzählen, bevor ich Ihnen erzähle, welchen aktuellen, zeitgenössischen Heiler ich begegnet bin, wo ich was gelernt habe, wer bei mir die Grundsteine gelegt hat in Sachen, ein Mensch begegnet einem anderen mit einer großen Menschenpflicht. Und die heißt, ich wende mich dir zu, um dich zu heilen oder heilen zu helfen oder dafür zu sorgen, dass die Natur heilt. Ich glaube, wir haben alle den Auftrag, uns gegenseitig deshalb zu lieben, um uns auf dem Weg des Lebens auch zu helfen, zu stärken und zu heilen. Ich will Ihnen das in meinen Begegnungen im Einzelnen schildern.
Ich habe. Ich habe als Landpfarrer und Theologe und der, der Theologie studiert hat, überhaupt nicht eine Aufmerksamkeit trainiert bekommen, auf Jesus zu gucken. Und genau zu gucken, was er macht und was er sagt. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass die Landsleute, die mit ihm unterwegs waren, ihn den Heiland nannten, den Arzt. Sondern man hat mich in eine Tradition, in ein Feld hineingenommen, wo es spannender war, auf einen Mann zu gucken, der sich scheinbar oder anscheinend oder nach den Zeugnissen für uns geopfert hat. Das hat mich dann immer weniger interessiert. Ich wollte wissen, nicht, was hat er mit dem Tod mit mir gemeinsam, sondern was hat er zu Lebzeiten für mich getan. Was kann ich von dem lernen? Und dann ist es nicht Predigen. Und dann ist es nicht Gottesdienst halten. Wir kennen von ihm aus dieser Tradition fast nichts. Wir kennen ihn aber, Sie und ich, unterschiedlich vielleicht neugierig geworden auf diesen Mann. Wir kennen ihn aber als Heiler. Als einen, der aus Wunden, wie wir das gerade gehört haben, Wunder macht. Und wir kennen ihn da sozusagen als eine Schule, als ein Schüler. Dann kann ich von dem etwas lernen, wie man sich Menschen zuwendet, wie man ihnen begegnet und wie man ihnen hilft, das Leben wieder zurückzugewinnen und heil zu werden. Die erste Begegnung mit einem Heiler war meine Begegnung mit meinem Heiland. Was macht er denn? Was ist an dem so faszinierend? Das Erste, was er uns beibringt, ist, wenn wir Menschen begegnen, und darauf lässt sich alles, was er gesagt hat, reduzieren, ein einziges Wort. Aufmerksamkeit. Wachsein. Awareness. Alles mitkriegen. Also, welche Seite ist falsch? Welche Hüftknochen sitzen nicht? Wie reagiert einer? Menschen sind wie alle anderen Lebewesen auch. Sie kommunizieren nicht mit der Sprache als erstes. Sie kommunizieren mit dem Körper. Sie sagen etwas mit ihrem Körper an Zuwendung, Hinwendung, gekränkt sein, Energielosigkeit. Schönes. Störungen haben Vorrang. Ist immer das Sinn. Jesus sagt, das Erste, was ihr lernen müsst, wenn ihr anderen Menschen begegnet oder die, die mit mir ziehen, als meine Schüler, heißt Awareness, Aufmerksamkeit. Möglichst alles mitkriegen, mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, mit allem, was man hat, mit dem Gefühl, mit dem Bauch. Und dann wird man mitkriegen, dass ein Mensch, der gekränkt ist, und die deutsche Sprache lehrt das, und krank ist und dem die Energie fehlt, eigentlich, das können Sie doch zusehen, wo der hin muss. Da kann man doch sehen, dass da oben etwas fehlt. Dass er aus dem Zentrum heraus ist. Dass aus einer Spannung heraus ist. Und dann kann man mit Jesu gucken auf Menschen und sagen, sind Menschen Lebewesen, die aufgespannt sind? Die einen Lebensweg gehen, der sie irgendwo von unten wegdrückt, von Mutters Geburt an bis hin zu ihrem Tod. Und was zieht sie? Und wenn ein Mensch wieder in Ordnung kommen will, ins Lot kommen muss, gerade gehen muss, kann es vielleicht sein, dass man ihm helfen muss, ein Ziel wiederzufinden oder einen Lebenssinn wiederzufinden und überhaupt eine Ordnung zurückzugeben, die über seinen Tod hinausgeht. Jesus als Heiland zu erleben, heißt erst einmal, ihm zu folgen, wenn er Menschen beobachtet und genau guckt. Und aus dieser Haltung heraus entwickelt sich bei diesem, sage ich mal, 30-jährigen spirituellen Mozart, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, dieses Gottesgenie, entwickelt sich eine Technik. Irgendwann sagt er, jede Krankheit kann man in Ordnung bringen. Jeden Schiefstand, jeden Krebs, alles.
Alles ist abhängig von dem, was wir Aufmerksamkeit, Glauben oder Bewusstsein nennen. Er sagt, der Glaube, das müsst ihr nicht kirchlich hören, das müsst ihr hören als mein Lebensgebäude, mein Ziel, meine Aufgabe, mein Geschick, meine Geschicklichkeit. Ich bin nur in dem geschickt und geschickt, wozu ich geschickt worden bin, meine Aufgabe. Wenn du das wiederfindest, dieses Gebäude, diese Aufrichtigkeit, die du durch Kränkung verloren hast, dann ist die Chance, dass aus einem Wunde als letzter Gruß einer großen Ordnung, die dich aufrichten will über den Schmerz, auch ein Wunder in deinem Leben passiert. Wie kriegt man das aber hin? Jesus entwickelt dafür eine Technik. Das nenne ich mal so. Er sagt, du musst zwei Sachen mit dir und mit den anderen Menschen trainieren, wenn du wirklich in dieser Begegnung tiefer steigen willst. Das eine ist, du musst aufhören zu senden. Zu senden. Du musst das Lauschen lernen. Das genaue Hingucken, das genaue Hinfühlen, dass das etwas in der Luft liegt. Du musst es alles mitkriegen. Und er benutzt ein altes Wort für Lauschen, was Sie alle kennen, nur oft falsch verwenden. Er sagt, beten ist Lauschen. Lauschen ist Beten. Was meint er? Der sagt, guck doch, Würzburger, als wenn ihr aus Würzburg irgendetwas in den Himmel schicken könnt und der Himmel reagiert darauf. So ein Unsinn. Schlimm ist es natürlich, wenn man auf Knien liegt und bittet und bettet, dass etwas gesunden soll. Und es passiert nicht. Es passiert auch nicht. Ob etwas passiert oder nicht, hängt nicht von deinen Bitten und Betteln ab. Ob etwas passiert oder nicht, hängt davon ab, ob es in der Luft liegt. Ob es sich sozusagen als Zukunft schon angekündigt hat. Und du es nur noch erwischen musst. Beten, das hebräische Wort heißt, aus dem Wind fangen. Etwas, was in der Luft ist, dadurch, dass man lauscht, einfangen. Alle Menschen wissen das und machen es längst richtig, denn jede Form von Krankheit führt immer in die Isolation. Jede Form von Krankheit, jeder Schmerz führt die Menschen aus der Gemeinschaft heraus in die Stille, ins Bett. Und wenn sie lauschen wollen mitten am Alltag, dann gehen Sie in eine Kirche, wo möglichst nichts los ist. Denn die Stille ist die größte Ordnung, die uns offenbar umfängt. Stille ist offenbar sowas wie Harmonie und alles ist gleich wichtig, gleich in Ordnung. Und deswegen ist das Prinzip des Heilens und der Begegnung, alles so stehen zu lassen, wie es ist, und die Stille aufzusuchen und in der Stille zu lauschen. Was ist falsch? Was ist nicht in Ordnung? Und wo kommt neue Ordnung her? In den Bitten des Vaterunsers, die keine Bitten sind, ist ein anderes Thema, zeigt sich, dass Jesus sagt, wenn du lauscht, um aus der Begegnung mit deinem Schicksal, aus der Begegnung mit deiner Krankheit, aus der Begegnung mit einem anderen Menschen den Sinn herauszuholen, dann wirf mal ein paar Brocken deiner Seele in die Luft. Der erste Brocken heißt, mein Vater im Himmel. Guck, ob du was spürst, ob da was zurückkommt, ob Tränen kommen, ob du dich eigentlich verlassen fühlst,
ob du nicht sowas spüren möchtest wie eine Umarmung, ob du nicht etwas, ob du nicht Sehnsucht hast, nicht Heimweh hast, ob da nicht endlich Zuwendung kommen müsste, mein Vater im Himmel. Und dann spür das. Es ist der größte Haken, der dich wieder senkrecht machen kann, die größte Kraft. Und wenn du nichts spürst, gebe ich dir gleich das zweite Signal der Begegnung mit dieser anderen unsichtbaren Kraft dazu. Und die heißt, heilig dein Name. Wenn man das sagt, gibt es eine Körperhaltung, die ein Mensch einnimmt, wenn er das Heilige in irgendeiner Weise beschreibt. Er macht sich klein. Denn das Heilige wird immer größer erfahren als man selbst. Es ist das Heile, das Ganze, von dem er nur ein Teil ist. Und wo man ganz genau weiß, da gibt es ein Tabu, dass das ganz anders ist als man selbst. Sich klein zu erfahren, abhängig zu erfahren, ist eine Bedingung des Heilwerdens. Wir sind nämlich nicht unabhängig unterwegs, sondern wir sind alle unterwegs mit Zugehörigkeiten. Wir gehören zu jemandem. Und wer zu keinem gehört, ist nicht heil. Wir gehören zu Männern, Frauen, Vätern, Müttern, Kindern, Familien, Sippen, Kulturen, Ständen. Je mehr wir diese Abhängigkeiten leben können, umso gesünder sind wir. Je weniger Zugehörigkeiten du hast, umso kränker bist du. Also ganz einfaches Beispiel. Die Gesellschaft, in der wir leben, versingelt immer mehr und manche 65-Jährigen brauchen 7 Jahre, bevor man sie findet, weil sie nach 7 Jahren schon immer noch nicht genug riechen, weil sie tot sind. Das heißt, in Essen, glaube ich, ist der Rekord mittlerweile in Deutschland, hat man 7 Jahre später ist einen Single gefunden. Ein krasses Beispiel dafür und umgekehrt, das gute Beispiel heißt, je mehr Zugehörigkeiten du lebst, und weißt, dass du dazugehörst zu einem unsichtbaren Kosmos, umso älter wirst du. Frauen werden älter als Männer, weil sie diese Zugehörigkeiten zu pflegen fast in die Wiege gelegt bekommen haben. Kommunikation, Pflege des Gesundheit, Pflege der Schönheit, Pflege der Beziehung, Pflege des Hauses, Pflege der Wohnung. Das ist nicht nur rollenspezifische, überkommende, traditionell wegzuschmeißende Rollenerwartung für Frauen. Es ist ein Schatz. Lauschen. Und endlich sagt Jesus im Vater unser, jetzt wirf noch mal Folgendes in die Luft. Deine große Ordnung komme. Das heißt, dein Reich komme. Muss man sich nicht vorstellen als Königreich. Jesus redet von inneren Ordnung. Deine Ordnung komme. Habe ich eine Sehnsucht, dieser großen Ordnung nochmal zu begegnen? Will ich mich wirklich ausrichten lassen? Will ich mich wieder einnorden lassen? Oder will ich unbedingt meinen singulären Weg gehen? Alle diese Vater-Unser-Stücke, Jesu Heiltechnik, gehen in eine Richtung, nach der ich vorhin fast am Anfang schon gefragt wurde. Zustimmung ist die Richtung, die wir gehen müssen. Zustimmung zu dem, was passiert und nicht so sehr Widerstand. Krankheit, Unordnung so zu begegnen, dass ich sie bereit bin anzuschauen. Was ist passiert? Zustimmung heißt, ich bin in der Lage hinzuschauen. Und anzuschauen mit großer Aufmerksamkeit, was ist mit dir und mit mir passiert. Und dann zuzustimmen und zu sagen, okay, so ist es. Und aus dieser Situation, die sinnvoll ist und nicht unsinnig ist, aus dieser Wunde wird ein Wunder geschehen, wenn ich zustimme, anschaue und ja sage. Den Menschen, denen ich begegnet bin, im Laufe auch dieser Fernsehtätigkeit, haben viel von diesem
Provinzmann Jesu von Nazareth. Das will ich euch zeigen. Nicht nur an Dieter Dorn. Zu Anfang ist bei Dieter Dorn der Schmerz. Ihr kennt seine Biografie besser als ich. Es ist der Schmerz und die Zustimmung zu diesem Schmerz. Was heißt das? Das heißt, dass er offenbar nicht mehr bereit war, diesen Schmerz einfach geschehen zu lassen. Im Sinne von Hexenschuss ist Hexenschuss. Lassen wir völlig undiskutiert. Haben wir einmal im Jahr, kommt, geht, nächstes Jahr wieder. Nein, mit der Awareness des Heilers stimmt er erstmal zu und sagt, dieser Hexenschuss wird mich jetzt führen. Wohin? In ein Stück Allgäu. In was für ein Stück Allgäu hat ihn dieser Schmerz geführt? In ein Stück Allgäu, was wir vielleicht magisch empfinden, aus unserer heutigen Sicht. Ihr kennt diese Geschichte. Dieter Dorn sucht, was wir in der Religionssoziologie nennen, einen Spruchheiler auf. Einen, der sozusagen aus der Tradition des Tiereheilens und des Menschenheilens, teilweise mit Sprüchen, teilweise mit Ritualen, teilweise mit seinen Händen manuell tätig ist, aber ohne jede Form von irgendwelchen universitären, sondern von Vater und Mutter erlernten Abschluss. Dieter Dorn geht dahin, stimmt zu und lässt etwas in Ordnung kommen. Spruchheiler oder Menschen, die aus einer uralten Erfahrung heraus heilen, die das überkommt und von Mutter und Vater und den Großeltern auch übernommen haben, gibt es merkwürdigerweise in zwei Stellen in Deutschland am allermeisten. Im Allgäu und in der Lüneburger Heide. Da gibt es solche vielen Spückenkicker. Das sind, wenn man ein Fernsehmann ist oder ein spiritueller Mensch ist, in die Gegend müsst ihr gehen. Da gibt es sie noch, auf die man sich verlassen kann und da fließen Flüsse. Also da fließen diese Energie. Und deswegen ist es gar nicht zufällig, dass Dorn den in seiner Nachbarschaft findet. Ich habe im Allgäu viele Männer und Frauen gefunden, die aus dieser Tradition des Tiererückens und Menschenrückens und Spruchweisheiten über Menschen, über Dörfer und über kleine Gebäude und Bauernhöfe, Schutzsprüche aussprechen, sozusagen das Leben der Menschen heilen. Deine große Ordnung komme. Und so macht sich auch mancher dieser Menschen, die getrieben von den Schmerzen, auf seinen eigenen Weg zu gehen. Wie Dieter Dorn, wie der Kapitän, von dem ich vorhin geredet habe, und wie viele andere mehr. Sie suchen einen eigenen Weg. Und sie lassen sich führen von ihrem Schmerz und schauen nicht mehr weg. Und dann sind sie bereit und dann schlägt das um, aus dem, was sie erfahren haben, ihr Leben zu ändern. Ich gebe ein paar Beispiele, damit Sie mich deutlicher verstehen. Wenn eine Frau ein Kind verliert, dann ist es das Schlimmste, was ihr passieren kann. Dann kann aus dieser Wunde nur ein Wunder werden, wenn sie sich dieser größten Wunde ihres Lebens ganz zuwendet. Das heißt, nicht den Tod dieses Kindes verdrängen, sondern so ernst nehmen, dass dieses verlorene Kind jetzt ihr ganzes Leben bestimmen wird. Einige Frauen sagen dann, ich engagiere mich in einer Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern. Andere sind Ansprechpartner auch in Trauergruppen. Aber sie machen all das, dass der Schmerz, die Wunde, auf einmal ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und dadurch auf einmal ihr ganzes Leben verändert und sie neu ins Leben gehen können. Aus der Wunde kann nur dann ein Wunder werden,
wenn man sich dem ganz zuwendet. Okay? Ich glaube, wenn wir dieses scheinbar Gesetz bei allen Heilern untersuchen, dann sehen wir, dass es überall stattgefunden hat. Und wir finden dieses Muster nicht nur bei Dorn, wir finden es überall, wo Menschen außerhalb von Schule und Universität wandern gegangen sind, immer nur geleitet von ihrem Schmerz und von ihrem Wundergeschehen. Am Ende hat man dann ein Problem. Nämlich, das fand ich sehr schön, haben Sie auch gerade gesehen, wie geht man eigentlich mit den Schülern um und mit den Schülerinnen um, mit der Jüngerschaft um, die einem eigentlich alle Energie entzieht. Der kann ja gar nicht hier durchgehen, der wird ja nach rechts und links gekrapst, der kann ja gar nicht weiterkommen. Und dann zu sehen, dass er nicht einmal wiederkommt, sondern dass dieser Augenblick gereicht hat. Und wieder ist er verschwunden, sozusagen in seinem Rückzug. Was heißt das? Ich glaube, dass ein Mensch, der daran beteiligt ist, dass ein anderer Mensch gesund wird und heil wird, weil er sich ihm voll zugewendet hat, weil er ihn beobachtet hat, weil er daran geglaubt hat, dass jeder Mensch zu jeder Lebenszeit so viel Kraft, Hoffnung und inneres Heilwesen genug hat, um wieder ein neues Leben anfangen zu können, dass dieser Mensch sich nicht als Heiler begreift, sondern höchstens als ein Werkzeug, höchstens als einer, der was entdeckt hat und höchstens als einer, der sagt, ich bin nur ein Diener, ein Entdecker einer größeren Ordnung. Ich bringe sie euch nur, ich lehre sie euch nur. Aber, sagt er dann, ich kann schon fast gehen. Es geht auch ohne mich. Die Bewegung geht ohne mich weiter. Demut gehört zu jedem Heiler. Ich habe in meiner Arbeit drei unterschiedliche Heiler kennengelernt, Arten von Heilern. Die ersten sind mir die liebsten. Dazu gehört Dieter Dorn. Warum? Das sind die Heiler, die handwerklich unterwegs sind. Und die sich erstmal ohne jeden esoterischen, geistlichen oder sonstigen religiösen Anspruch sagen, ich bin ein Kind der Erde, ich stelle mich ein bisschen komisch, ich will erstmal über den Körper ein etwas tieferes Rand und handwerklich arbeiten. Mir ist das deswegen so nah, weil ich selber vom Land komme, nicht intellektuell verbildet oder gebildet bin, auch kein großer Ästhet bin und auch nicht leicht durch Meditation fliegen kann. Sondern ich komme vom Land und gucke, was machst du, was kannst du, mit einer hohen Aufmerksamkeit eines Bauern und Jägers. Das sehe ich bei dem auch. Die sind mir die Liebsten, weil sie die Ordnung des Lebens, die es gibt, als Unordnung wahrgenommen, versuchen wiederherzustellen. Nicht mit Seele unterwegs, nicht mit Geist unterwegs, sondern erst einmal nur Handwerk. Und wer ihn sieht, der sieht einen Handwerker, weiterhin einen Sägereibesitzer. Die zweiten Menschen, die ich getroffen habe, die heilen, sind die Heiler, die sich bei Körper, Geist und Seele der Seele zugewendet haben. Mit derselben Aufmerksamkeit, mit denselben Ergebnissen. Einer der ganz Großen, die ich kennenlernen durfte, auch in meiner Sendung, ist Bert Hellinger gewesen. Also wenn Dieter Dorn der Mensch für den Körper ist, von dem ich eine Menge gelernt habe an Aufmerksamkeit und wie man gerade und wie man wieder ausgerichtet werden kann, dass man leben kann, dann ist Hellinger der, der mir gesagt hat, und jetzt schauen wir uns die seelische Belastung an. Und ich fand schön, dass Dieter gesagt hat, man wird nicht schief von nix, hat er vorhin so gesagt, sondern da war was, da ist was. Also das heißt, was man so seelisch zu tragen hat auf dieser oder jener Schulter, was man als Erbe zu tragen hat, als der mit diesem oder jenem Genschaden, das kommt ja auch nicht von nichts. Das muss man schon beachten. Und das wird nicht automatisch mitgesund. Und immer hat mir gefallen, dass er gesagt hat, es hat keinen Zweck, zu mir zu kommen, ohne dass du dein Leben änderst.
mit einer großen Disziplin beispielsweise meine Übungen machst und beispielsweise über dich und deine Belastung nachdenkst. Ich kann dir zeigen, wo die Ordnung ist. Und ich richte dich auch wieder auf im Sinne, dass du sehen kannst, es geht. Aber es ist an dir, die Übungen zu machen. Und es ist an dir, an deine Disziplin zu arbeiten, um ein neuer, aufmerksamer Mensch mit einem neuen Lebensabschnitt zu werden. Hat mir gut gefallen, dass er nicht sagt, es ist nur Handwerk, sondern die Last, die du getragen hast, dass du schief wurdest, ist jetzt aus dieser neuen Position stärker zu betrachten und auch anzugehen. Wenig Ahnung habe ich, wenn ich mir die Heiler begucke, die über ihre esoterischen Channel-Kanäle mit mir kommunizieren wollen. Da sage ich immer, habe ich keine Ahnung. Kann ich nur gucken. Kann ich gucken, wie das Ergebnis ist. Verstehen tue ich es nicht. Aber ich weiß und habe Erfahrung genug und Geschichten genug, um zu sehen, dass auch das eine Möglichkeit ist, einem Menschen zu begegnen, ihm sich zuzuwenden und ihm auch bei der Heilung beizustehen. Für alle gilt, dass man nur neben einem Menschen hergehen kann, wenn man ihm begegnet. Wenn man neben ihm geht, heißt das, man geht ein paar Schritte mit durch sein Leben an seiner Seite. Das hört sich so banal an, aber wir gucken es uns jetzt zum Abschluss mal genauer an. Wenn ich einem Menschen begegnen will, tief begegnen will, dann begegne ich ihm nicht so, indem ich mich ihm in den Weg stelle. Begegne ihm so, dass ich neben ihm gehe, neben ihm stehe. Warum? Jetzt erst sehe ich, was er sieht und verstehe ihn. Jetzt erst höre ich, was er hört. Jetzt erst rieche ich, was er riecht. Jetzt erst fürchte ich, was er fürchtet. Jetzt erst verstehe ich ihn. Und was noch? Begegnung heißt verstehen. Und dann? Begegnung heißt nicht weglaufen. Was heißt das genau? Wenn ich weiß, wofür er sich fürchtet, wenn ich weiß, wo der Schmerz ist, wenn ich weiß, wo seine Furcht, seine Verblendung, seine Scheu ist, wenn ich weiß, dass er meint, nichts ändern zu können, dann braucht er jetzt einen Pol, eine Orientierung, etwas, was ihn gerade macht. Wenn er hier steht und ich bin vor ihm, versperre ich ihm sein Leben. Wenn er hier steht und ich bin hinter ihm und halte ihn zurück wie eine ängstliche Mutter und ein ängstlicher Vater, hindere ich ihn an Erfahrung. Wenn ich neben ihm stehe, sorge ich dafür, dass er nicht verrückt wird. Dass er nicht verrückt wird. Dass er nicht neben sich steht. Dass er da ist, wo er ist. Oder eine andere deutsche Sprachbild. Ich sorge dafür, dass er bei all dem, was er sieht, fürchtet, sich freut, weint etc., bei Trost bleibt. Denn Trösten, die Grundform des Heilens, heißt, ich laufe nicht weg. Ich bleibe an deiner Seite. Ich wünsche Ihnen diese innere Geisteshaltung in ihrer Arbeit, in ihrem Lernen und in ihren Begegnungen mit anderen Menschen. Und schließe mit einer kleinen zusätzlichen Beobachtung. In dem vorhin Ihnen kurz skizzierten Vater Unser gibt es nur eine einzige Anweisung für uns,
wie wir unser Leben wieder in den Griff kriegen. Darüber werden wir gleich in unserem ökumenischen Gottesdienst, den ich mit meinem katholischen Mitbruder hier mit Ihnen gemeinsam feiere, eine Zeremonie, die sich aus unserer Gemeinschaft entwickelt wird, mit unseren Musikern, unseren Möglichkeiten und ihren Möglichkeiten reden. Denn die einzige Geschichte einer Krankheit oder auch vielen Krankheiten und vielen anderen Fehlentwicklungen des Lebens zu vergehen und zu entkommen, schnürt Jesu in ein einziges Wort. Was musst du tun, um gesund zu bleiben? Vergeben. Sonst gar nichts. Keine Pillen schlucken. Vergeben. Sonst gar nichts. Das heißt, all das, was wir so notdürftig an Ordnungen zusammensuchen, an Unordnungen vermeiden,